Ihr als Direktor von Wolles Wolle Promotion, ihr könnt euch sicher noch gut daran erinnern, wenn das Stechfest kleiner war, oder? Heute ist das ein grosses Event, aber es hat eigentlich alles klein angefangen. Wie war das damals, wenn man ja, das hat angefangen zu vermarkten? Ja, es war sicher intimer, als dass es heute ist. Aber der Charme, habe ich das Gefühl, hat es behalten können. Also es geht, am Schluss geht es immer noch um die Stars von diesem Event, und das sind die Ehringer. Und ich glaube, durch die Ehringer und durch die Passion der Züchter hat man keinen neuen Charme behalten vom Event. Wie war das damals gewesen? Wer hat die Initialzündung gegeben? Ist das der Kanton gewesen, dass man das so vermarkten, wie es jetzt ist, mit TV-Übertragung, Radio-Übertragung, die ganzen Medien, die da sind, national, aber auch international? Also es war gegenseitig. Also es ist auch von den Medien ist ein grosses Interesse an solchen Events, weil das ist doch etwas sehr Spezielles. Das gibt es sonst nie noch. Und das ist eine Tradition, die lebt, und das ist eine Tradition, die interessiert. Und das ist vor allem Schweizer Fernsehen, das Westschweizer Fernsehen, das Interesse hatte an diesem Event. Und nachher in Zusammenarbeit, in Diskussion, hat man nachher gesagt, man könnte doch das übertragen. Und das ist das etwas grösser geworden vom Medieninteresse. Wie muss man sich das für eine Organisation vorstellen? Wie viel Zeit investiert ihr für das Nationale hier? Ja, wir haben ein Team, das sich um die Events kümmert, also nicht nur hier, sondern generell um die Events im Wallis, wo wir einfach sicherstellen, dass die Medienpräsenz da ist, dass wir sicherstellen, dass Marco präsent ist, und wir nachher die ganzen Social-Media-Geschichten, die wir nachher auch damit arbeiten, und das ist eigentlich das Engagement, das wir geben. Wie kann man das beziffern? Was bringt auch das als Vermarktungsorganisation? Gibt es da irgendwelche Zahlen, oder kann man das messen? Also jeder einzelne Event so in sich nicht, aber am Endeffekt, Marco kommuniziert ja über vielfältige Kommunikationsmittel. Events ist ein wichtiges Kommunikationsmittel, und gerade die Vielfalt von Events, die wir im Kanton haben, sei es Musik, sei es Kultur oder eben traditionelle Kultur, wie jetzt hier im Stechfest, das sind wichtige Sachen für eben Teil sein von der Marco, Teil sein vom Wallis, und können den Leuten zeigen, was ist der Charakter, was ist die Positionierung von dem Wallis. Jetzt gibt es ja auch kritische Stimmen, die Züchter von der ersten Stunde oder auch die angefressen und ja, wo die Ringen kämpfen, immer mit Verfolgung sagen, und der Charme ist ein bisschen verloren gegangen. Ihr teilt das nicht, dass das jetzt so ein grosses Event ist, wo 800'000 Franken Budget hat ja der Event. Ja gut, es ist immer eine Frage, was man will. Also entweder bleibt das ganz intim und man macht es unter sich, oder man will das wirklich auch brauchen für die Promotion. Es gibt natürlich auch andere, die sagen, man sollte es noch mehr nutzen. Und ich glaube, momentan bei der Größe, die wir heute haben, über die Art und wie das Nutzen für die Medien, habe ich das Gefühl, ist es ein gutes Gleichgewicht. Es darf klar, der Charme darf nicht verloren gehen. Es darf nicht einfach nur kommerziell bleiben oder werden, sondern es muss irgendwas, wo der Charme bleiben. Der Züchter muss im Mittelpunkt stehen, die Kühe müssen im Mittelpunkt stehen. Und am Schluss, wir sind da als Zuschauer, wir sind da als passive Teilnehmer, die aktiven Teilnehmer sind die Züchter und die Tiere. Ihr selber, seid ihr ein begeisterter ja, Stechnull, oder die ihr das eher aus der Distanz anschauen? Ja, also ich bin selber, ich habe keine Kühe, aber mein Onkel hat ja vor ein paar Jahren mit seiner Kühe gewonnen. Also von dem her bekommt man das schon mit, das ist schon das Thema in der Familie, und da hat man natürlich auch Stolz. Aber ich bin eher in einem Hotellerie aufgewachsen, weniger in der Landwirtschaft, aber man teilt die Passion, man teilt natürlich die Leidenschaft von diesen Züchtern, aber selber, wie gesagt, habe ich keine Kühe. Das letzte Jahr, hat er mir vorher gesagt, war ein Endshitz gewesen. Sie waren alle dem Schotten angegangen. Hier ist es sehr kalt. Hat er die Skijacke müssen wirken von der Wintersaison? Nein, ich habe mich geweigert, dass ich die Skijacke wieder rausnehme. Also ich bin hier mit einer leichten Jacke, aber ich bin auch überzeugt, dass die Sonne wird ja nächste Woche wieder kommen. Es wird jetzt noch nächste Woche eine kältere Woche. Es ist nicht entscheidend für uns, wo wir hier sind, ob es kalt oder warm ist. Es ist viel entscheidender für das Weinbüro, für die Aprikose und so weiter, dass wir jetzt nicht in eine Kälteperiode reinkommen, dass wir keine Gefriere haben. Und für uns, wir können uns anlegen und sprechen, das ist kein Problem. Tipp, das letzte Mal ist immer die Königin aus dem Uberwallis gesehen, letztes sechs Mal, vier Mal, heute euch wieder, oder macht es einen Unterwalliser Kühe? Ich glaube, wir Oberwalliser haben natürlich einen grossen Charakter, wir können auch kämpfen, wir sind auch die Minderheit in diesem Kanton, aber am Schluss zählt die Qualität der Kämpfe, und da ist es eigentlich weniger entscheidend, ob es ein Oberwalliser oder ein Unterwalliser ist. Jeder hat das Herz in der Brust, und das Herz schlägt natürlich auch für eine Region, aber am Ende vielleicht mein Herz schlägt für den ganzen Kanton.